Oh Mann, hier rumst es aber ganz schön im Karton. Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Banjo-Tooie. Und ihr seht schon, wir sind immer noch in der Grunti GmbH und haben hier massive Probleme. Ah, hier ist die Mumbo-Platte. Entschuldigung, ich hatte gerade einen kleinen Frosch im Hals. Ja, ihr Lieben, wie geht's hier weiter? Wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir nach draußen müssen. Denn wir haben im letzten Part eine Flugplatte aktiviert. Und ja, die wird uns doch bestimmt gute Dienste leisten. Nur dazu müssen wir erstmal den Ausgang hier finden. Ja, 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 ich weiß. Unbekannte Eindringlinge, bla bla bla. Achso, scheiße, nee, da darf ich nicht lang. Da darf ich nicht lang. Wo geht's hier überhaupt nach draußen? Gut, da komme ich nicht durch. Das ist mir schon selbst klar. Ah, okay. Eventuell haben wir hier etwas Glück. Oh, du blöde Tonne! Geh mir aus dem Weg! Jetzt reicht's aber. Das ist mir hier zu blöd mit euch. Verpisst euch! So. Geht doch. Huiuiui. Was für angriffslustige kleine Viecher. Und hopsala! So, das ist zwar wieder der Notausgang, aber ich komme damit wieder nach draußen. Und eben weil ich nach draußen will, heißt es auch, dass ich jetzt Richtung der Flugplatten gehen kann. Ich muss darauf aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterfalle, wo es wehtun könnte. Wo wir gerade von wehtun reden. Da, 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 da. Riskieren wir es? Ach, was soll's. Ha, seht ihr? Ohne, boah, fast ohne Schaden. Haben wir es geschafft. Das sind jetzt ja wieder diese blöden Schuhe. Die wollte ich aber eigentlich nicht benutzen. Guck. Hm, toll. Obwohl, nee, Quatsch. Hier war doch eine Flugplatte. So. War doch hier, ne? Yes, sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt mal eine Etage mal höher gucken. Was gibt es hier noch? Aha, hier, guck mal. Gucke mal, was haben wir denn hier? Wow, wollte sagen, nicht hier runterplumpsen. Bist du des Wahnsinns? Das sieht doch so aus, als ob wir hier noch ein paar schöne Sachen erledigen können. Dam, 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 dam. So, da ist schon mal ein Fenster. Fenster sind dazu da, um sie kaputt zu machen. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Was sich wohl in diesen Fenstern befindet, das werden wir jetzt herausfinden. Okay. Gucken wir uns mal um hier. Da, 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 da. Da ist nochmal so ein Schmutzfink. Ist hier nur ein Schmutzfink versteckt? Mehr nicht. Moment. Erstmal prüfen. Bist du ein normaler Ginger oder nicht? Du bist ein normaler Ginger. Okay. Da unten ist wieder so ein scheiß Druide. Das heißt, hier gibt es irgendwo eine Kamera. Wo ist die Kamera? Ich möchte nämlich ganz gerne dahin, ohne dass ich andauernd belästigt werde. Ach, wisst ihr was? Ja, ja, ja. Du kommst mit. Zutritt verweigert. Nur für technisches Personal. Ja, schön für dein technisches Personal. So, wo geht's jetzt hier hin? Nirgendwo. Hier geht's nirgendwo hin. Ist ja doof. La, 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 la. Ja, 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 du nicht auch. Ich bin schon längst weg. Bis du bemerkt hast, wo ich bin, bin ich schon längst weg. So. Alle hopp. Und nochmal. So, okay, gut. Hier kommen wir raus. Wo führst du eigentlich hin? Achso, du führst nur darüber und dann dahin. Ja, gut, okay, du bringst mir nichts. Okay, raus hier. So, Jamjas hat noch was mit den Schornsteinen gesagt. Das heißt, da werden wir uns auch gleich nochmal drum kümmern. So, und hinein ins Vergnügen. Was haben wir hier? Das sieht so ein bisschen heiß hier drin aus.
Du. So, bleiben wir lieber erstmal hier. Da. Okay, das. Achso, das ist die 5D. Oh, ein Puzzle! Ich will das Puzzle haben. Aber nicht so. Scheiße. Du geh mal weg. Dam. Was haben wir denn hier? Was zum kaputt machen? Da bin ich doch voll für. Ah, okay, das ist für die 4. Ah, okay. Nix wie raus damit. Ich meine, wenn Kazooie schon so gut schrauben kann. Na. Dam. So. Und weg ist der Shit. Das sieht nach einer Abkürzung. Ah, da ist eine Sprungplatte mit drin. Alles klar. Wow. Also da runterstürzen wollte ich aber nicht. So. Da-dam-dam-dam-dam-dam. So, jetzt erstmal gucken, komme ich überhaupt an das Puzzle so ran? Mit Hilfe einer Sprungplatte würde das sogar tatsächlich klappen. Aber hier ist keine Sprungplatte und das ärgert mich jetzt gerade. Du nerv mal nicht. Da. Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, da ranzukommen. Wie kommt man an das Puzzle ran? So, alle hopp. So. Dam. Warum eigentlich nicht? Das müsste doch eigentlich funktionieren. Wir schummeln jetzt einfach mal. Na. Hat das jetzt geklappt? Ja. Ha, es funktioniert tatsächlich. Wie cool ist das denn? Damit haben wir ein Puzzle gefunden, ihr Lieben. Nice. So, aber hier scheint es sonst nichts mehr zu geben, was mich interessiert. Also machen wir einen Abgang. Klettern muss sein. So. Jetzt sind wir wieder draußen. Und hier geht's doch bestimmt auch noch weiter. So, du geh mal weg. Da haben wir eine Flugplatte. Und was ich auch gerade gesehen habe, noch eine Warpplatte. Das ist gut. So. Gucken wir doch mal, was wir hier noch so entdecken. So, warte mal. Jamjas hat ja noch was gesagt mit dem Schornstein. Da. Sehr schön. Damit müssten wir jetzt alle drei Honigwaben, glaube ich, haben für die, von dieser Welt. Gucken wir noch mal ganz kurz. Da weiß ich schon mal, dass ich mich danach nicht mehr umschauen brauche. Da. Ja, es war die dritte. Sehr schön. Gut, dann ist da drin, was da steckt. Und hier muss ich auch noch mal rein. Aber das sieht irgendwie... Gehen wir mal in die Ego-Perspektive. Du. Aber irgendwie... Habe ich hier nicht eben einen Eingang oder sowas gesehen? Moment, geh mal ein bisschen auf Abstand hier. Hä, was habe ich denn bitte gerammt? Da war doch nichts. Da. Da ist ein Loch. Und wo ein Loch ist, kann man reinfliegen. So, dreh dich. Ich wüsste doch zu gern, was da drin versteckt ist. Und ihr wollt es garantiert auch wissen. So, gucken wir mal. Wo kommen wir jetzt raus? Ich weiß nicht so recht, ob ich die da hinten trauen möchte. Bist du etwa wirklich ein normaler Jinjo? Ein normaler Jinjo! Sehr schön, dann gehörst du mir. Ich komme ja schon. Sehr schön. Die blaue Jinjo-Familie ist vollständig. Hui, sie möchten euch das geben. Yay! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir die also auch gleich voll. So, damit weiß ich schon mal, dass jeder blaue Jinjo ein Fake ist. Wahrscheinlich habe ich es bis dahin eh wieder vergessen. Also von daher lassen wir das so. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht mehr raus, ne? Das ist natürlich doof. Okay. Okay, ganz ruhig. So, hier, aber hier wird das Wasser weitergeleitet. Das bedeutet...
Warte mal, was haben wir da? Dumm, dumm. Da wir ja hier sonst nichts machen können, würde ich sagen, wir gehen jetzt mal langsam aber sicher zu Wumba. Und schauen mal, was wir mit Wumbas Zauberei so alles anstellen können. Was haltet ihr davon? So. Oh, ganz knapp noch den Sturz abgefangen, ihr Lieben. Ah, wirklich knapp. Knappe Sache. So, aber ich will die... Stimmt, die erste Etage wollte ich mir noch ein bisschen angucken. Die habe ich mir nämlich noch gar nicht groß angeguckt. So, hier haben wir den Move von Janjas bekommen. Da, 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 da. Da sind noch ein paar Noten. Ja, 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 du mich auch. Reg dich mal ab. Chill deine Basis. Und geh mir nicht auf die Nerven. So. Ja, komm her. Wenn du unbedingt Stress willst, sollst du den kriegen. Ah, okay, Main Entry. Ah, so, okay, okay. So läuft das also ab. Die beiden müssen sich also erneut trennen. Sollen wir hinkriegen. So, und dann muss jeder einzelne von ihnen die Wege öffnen. Das bedeutet also, ich kann dann mit Benjo dann anfangen, die ganzen Batterien zu sammeln. Und mit Kazooie, ja, keine Ahnung. Das wird sich noch zeigen, ihr Lieben. Das wird sich noch zeigen, was wir hier mit Kazooie treiben. So, aber erstmal machen wir den Haupteingang frei. Sehr schön. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das spart mir nämlich jede Menge Lauferei. So, die aktivieren wir auch gleich mal. So. Und weil wir jetzt ja hier diese hübschen Schuhe benutzen können, gucken wir doch mal, was es da draußen gab. Weil ihr erinnert euch am Anfang hier, genau hier. Gab es irgendwas, was ich gerade verkackt habe? Wunderbar. Nein! Lass mich aus dem Wasser raus. Verzieh dich. Ich sagte, verzieh dich und geh mir nicht auf den Sack. Meine Güte nochmal. Dass man immer erst angriffslustig werden muss, ist ja fürchterlich. Keinen Respekt, die Viecher. Dam, 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 dam. Ja. Oh, das ist das wirklich, wo ich das Kotzen kriege wegen dieser scheiß fucking Kamera. Meine Güte nochmal, kann diese Kamera nicht einmal so sich drehen, wie ich das möchte? Ist ja wohl nicht zu fassen hier. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt. So, spring. Dreh die scheiß Kamera jetzt endlich. Alter, das ist doch eine Kacke, ist das hier. Ist das eine Kacke? Ich will wissen, was es da oben gibt. Ich meine, der Weg wird da ja nicht ohne Grund verzeichnet sein. So, die nerv mal nicht. So, ein bisschen schneller, wenn es geht. Ja, dreh die Scheißkamera doch um, verdammt nochmal. Ey, wie soll ich das machen? Diese Scheißkamera will sich partout nicht drehen lassen. Es ist zum Kotzen, ihr Lieben. Es ist zum Kotzen, zum Mäusemelken und was auch immer. Aber egal. Fluchen hilft nicht. Wir müssen da durch. In solchen Momenten wünschte ich mir die Steuerung... die Steuerung zurück von Banjo-Kazooie. Weil da ging es tatsächlich. So. Endlich. So, ein Notenschlüssel wartet hier auf mich. Und das war's wohl offenbar auch schon. Warte mal, stimmt, ich habe da hinten das eine Fenster kaputt gemacht, ne? Mich würde ja mal interessieren, was sich hinter diesem Fenster versteckt. So. Stimmt ja, das haben wir ja auch noch gar nicht erkundet. Das holen wir doch gleich mal nach. So. Da, genau du.
Wohin führst du mich? Zeig mal her. Eine Cheeto-Seite. Sehr schön. Es müsste damit nämlich die zweite sein. Da. Mal gucken. Da. Sehr schön. Das heißt also, eine Cheeto-Seite brauchen wir noch. Dann ist auch diese Geschichte erledigt. Was ist das denn hier für ein Raum? Okay, gut. Hier muss ich auf jeden Fall als Elektrogerät wiederkommen. Aber das macht nichts. Das kriegen wir hin. Aber erstmal vorweg gucke ich jetzt mal, ob es hier noch weitere Fenster zu zerdeppern gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das einzige war. Die sehen alle halbwegs normal aus. Die ebenfalls. Komm schon, als ob Grunty überall dieses super tolle Glas hat. Nee, hier auch nicht. Da habe ich schon alles geholt. Mit hier? Gibt es hier ein paar Fenster zum Zertrümmern? Nö. Wie langweilig. Los, komm schon, ich will noch ein Fenster kaputt machen. Soll ja teuer werden für die olle Hexe. Hm. Aber hier scheint es nichts zu geben. Doch. Hui, das war jetzt eine Glückslandung. Komm, lass mich da rein. Sehr schön. Und da ist bestimmt... Okay, ich hatte jetzt gerade gedacht, wir kriegen noch eine Cheeto-Seite, aber okay. Das ist auch in Ordnung. Oh oh. Man soll ja nicht immer alles kaputt machen, ne? Außer Drake. Der macht das trotzdem. So. Achtung, es rumst gleich da unten. Tja. Ich war's nicht, das hat keiner gesehen, es kann keiner beweisen, dass ich das gewesen bin. Und wer, jemand verpetzt mich von euch. So. Dann ist das jetzt auch erledigt. Eieieiei, die Welt ist ja fast noch schlimmer als das Pterodactylus-Land. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir brauchen die Verwandlung auf jeden Fall, um weiterzukommen. Dann würde ich ja beinahe sagen, wir gehen gleich mal hier rein. So, genau. Genau da wollte ich hin. Moment, das sind ja Noten. Kann ich da... Nee, da komme ich nicht rein. Das sah nur so aus. Was für eine fiese Täuschung. So, dann gucken wir jetzt mal, wo uns der Scheiß jetzt hinführt. Ach so, der führt uns wieder in die... In die zweite. Das ist eine gute Idee. Dam. Was haben wir hier? Wumbas Wigwam. Ja, da wollen wir doch mal gleich gucken. Achso, Moment. Ich vergesse immer wieder, dass ich erst mit ihr sprechen muss und dann kann's losgehen. Du haben Globo! Wollen wir Sumba geben? Ja, wollen wir. Bla bla bla. Hoffentlich bescheißt sie uns nicht, genauso wie Mumbo damals. Zauber fertig, spring in den Wumba-Becken. Ich nicht sein Mumbo. Ich bin Wumba. Ich immer fair. So, was kriegen wir? Oh mein Gott. Nein. Wumba, das in den Waschmaschine. Du betätigen linken Stick zum Bewegen dich. Du schießt viel Unterwäsche, wenn drücke. Was? Moment. Moment, das ist jetzt nicht wahr. Ja, okay. Wie cool ist das denn? Okay, das ist geil. Das ist ja geil. Hier willst du eine Unterhose vom Kopf? Du Scheiße. Ey, ich schieß den gerade wirklich mit einer Unterhose zu Tode. Leute, das darf man keinem erzählen. Ist das cool? Dam. Einziger Vorteil ist, als Waschmaschine können wir hier alles abschießen. So, aber da wollte ich nicht lang. Hier wollte ich lang. Achtung, hier kommt die wild gewordene Waschmaschine. Nee, du geh mal weg. Dann. Okay, hier haben wir nichts zu suchen.
Unterhose gefällig? Hier, wechsel mal deine Unterhose, du Schwein. Sag mal. So. Okay, ich bin weg. Ich bin weg. Aber wie geil ist das denn, ey? Ich bin eine Waschmaschine und schieße mit Unterhosen durch die Gegend. Ach du Scheiße. Und ich dachte schon, es kann nicht noch schlimmer werden. Von den Verwandlungen her. Aber ich soll mich irren. Ich soll mich irren, ihr Lieben. Tja, aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter und dann gucken wir mal, wer alles eine frische neue Unterhose gebrauchen könnte, nicht wahr? Drückt aufs Däumchen, ihr Lieben, kommentiert fein und schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Und beim nächsten Mal werde ich auch extra Kalgon benutzen, denn Maschinen leben ja länger mit Kalgon, nicht wahr? Ich weiß, das war schlecht. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Drake.